Ja, herzlich willkommen zur Bibelstunde. Herzlich willkommen allen Anwesenden hier vor Ort im Gemeindesaal. Auch allen denjenigen möchte ich herzlich willkommen aussprechen, die zu Hause sitzen und sich das von zu Hause aus anschauen. Ja, lasst uns bei dem wunderschönen Wetter einmal aufstehen und ich bete zum Anfang und dann starten wir. Ich danke dir, Herr Jesus, für diesen Abend. Ich danke dir, dass die Sonne so schön scheint, dass es so schön warm ist, dass wir jetzt unter dein Wort kommen dürfen als Gemeinde. Danke dir für diese Gemeinde und dass du unser Herr bist, dass du uns erkauft und errettet hast und dass wir dein Wort haben, dass wir darin lesen und studieren können, um ja besser verstehen zu können, was du von uns möchtest und wie wir dir besser nachfolgen. Darum bitte ich dich einfach, dass du uns offene Herzen, offene Augen und Ohren gibst, um dein Wort heute richtig zu verstehen. Amen. Ja, wir nehmen Platz. Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Die ist letztes Jahr ausgefallen, Corona-bedingt. Die wird jetzt dieses Jahr nachgeholt. Und man wird es dann wieder sehen, Fußballer sind abergläubisch. Also da gibt es Fußballer, die ziehen seit 10, 15 Jahren die gleichen Schienbeinschoner an. Da gibt es Fußballer, die betreten das Spielfeld immer mit dem gleichen Fuß, also immer zum Beispiel mit dem rechten oder halt mit dem linken. Dann gibt es andere, die sich bekreuzigen, wenn sie aufs Spielfeld laufen oder wenn sie ein Tor geschossen haben. Ein Trainer ließ einmal Weihwasser aufs Spielfeld spritzen und andere Trainer ziehen Wochen, Monate lang den gleichen Pulli an oder den gleichen Krawatte oder was auch immer. Und die tun das deswegen, damit sie Erfolg haben. Also sie gehen davon aus, wenn ich etwas ganz Bestimmtes tue, dann werde ich mehr Erfolg haben. So als ob ihre Handlung, die sie da jetzt ausführen, irgendwie das Schicksal beeinflussen könnte. So ist das bei den Fußballern. Und ich glaube, wir Menschen allgemein, jetzt nicht nur beim Fußball, sind abergläubisch. Das heißt, wir glauben, etwas Bestimmtes tun zu müssen oder sich umhängen zu müssen oder so, damit wir Erfolg haben. Also das ist ja Aberglaube. Und so sind halt viele Ungläubige, die haben dann den Aberglauben. Aber ich glaube auch, wir Christen handeln manchmal abergläubisch. So als könne man Gott irgendwie manipulieren. Also ich tue etwas Frommes, irgendetwas, was sogar gut ist. Ich tue das deswegen, um Gott irgendwie zu manipulieren. Und das Thema lautet heute, Glaube als Glücksbringer? Fragezeichen. Glaube als Glücksbringer. Also die Frage steht im Raum, muss ich nur fromm handeln und dann werde ich Glück haben im Leben? Also muss ich nur etwas Gutes tun, dann wird Gott mich definitiv segnen und mir wird es gut gehen und ich habe immer Erfolg. Das ist die Frage, die uns heute Abend bewegen soll ein bisschen, weil sie in unserem Text vorkommt. Ich möchte euch jetzt einmal ganz kurz eine Übersicht zeigen, zu diesem Gesamtkomplex 1. und 2. Samuel. Also wir haben es ja mal schon festgestellt, 1. und 2. Samuel gehört eigentlich zusammen. Das ist eine künstliche Trennung, einfach aufgrund der Größe mit der Schriftrolle wurde einfach irgendwann ein Cut gemacht und dann ein zweites gemacht. Also bei den Juden in der hebräischen Bibel ist es nur ein Buch. Also es gibt einfach nur das Buch Samuel. Aber es ist nicht schlimm, dass wir es aufgeteilt haben, aber man muss es halt als Ganzes sehen. Es ist ein Samuel-Komplex, also 1. und 2. Samuel sind ein Buch. Und jetzt möchte ich euch einmal ganz kurz den Überblick zeigen, den ich von Matthias Rüther, dem Schulleiter aus der Bibelschule Brake, entnommen habe. Dieser Überblick gefällt mir ganz gut. Also der erste Abschnitt ist dann die Vorbereitung für die Monarchie. Da begegnen wir dann Samuel. Ne? Samuel als Richter ist dann so die Hauptperson in den ersten 7 Kapiteln. Dann kommt die Einführung der Monarchie, da ist dann hauptsächlich der König Saul eben im Mittelpunkt. Also da wird die Monarchie, das Königreich eingeführt, 1. Samuel 8 bis 15. Dann gibt es so eine Übergangszeit in der Monarchie, da wird Saul verworfen, David wird schon als König eingesetzt oder gesalbt, aber ist eben noch nicht eingesetzt. Und da gibt es so verschiedene Intrigen und Verfolgungsjagden, das ist dann bis zum Ende des 1. Samuel-Buches. Der 4. große Abschnitt ist dann die Festigung der Monarchie. Da geht es dann um die Erfolge von David. David ist dann König ab 2. Samuel, also Ende 1. Samuel stirbt Saul ja und dann ist ab 2. Samuel 1 David der König. Und er hat große Erfolge in verschiedenen Bereichen und das festigt das Reich und er vereint es und so weiter.
Dann kommt aber nach dem Höhenflug eben die Gefährdung der Monarchie. Dann gibt es ganz turbulente Thronfolgegeschichten. David muss vor seinem eigenen Sohn Absalom fliehen und ist eigentlich mehr irgendwo wieder in der Wüste unterwegs als in seinem eigenen Palast. Ja, und dann die letzten paar Kapitel, da ist nochmal so ein Rückblick, Ausblick, Davids letzte Worte und Davids Taten. Was mir hier halt so gut gefällt, ist dieser Anknüpfungspunkt an der Monarchie, weil es geht in dem Buch Samuel eben um das Königreich. Es wird dort eingesetzt, was nachher im Königebuch wieder verloren geht. Also da werden die ja ins Exil geführt, Nord- und Südreich. Aber es geht um die Monarchie und deswegen alle Punkte sind irgendwie mit der Monarchie verbunden. Und wir sind jetzt natürlich immer noch am Anfang im ersten Teil. Also wir haben ja jetzt erst die fünfte Bibelstunde zum Buch Samuel. Wir befinden uns also noch in dem Abschnitt die Vorbereitung für die Monarchie. Also Punkt 1, es geht um Samuel. Wir haben in den ersten drei Kapiteln gesehen, Samuels Kindheit, also wie er entstanden ist und wie er dann auch berufen worden ist. Das war Kapitel 1 bis 3. Und dann erwartet man eigentlich so als Leser, so jetzt müsste es mit Samuel so richtig losgehen. Ne? Er ist aufgewachsen, er ist dann Richter sozusagen geworden oder berufen worden und er hat seinen Dienst angetreten. Man denkt, ja, jetzt muss er irgendwie auftreten und große Dinge vollbringen und so weiter. Aber der Schreiber, ja wahrscheinlich Samuel selber, schiebt da so etwas dazwischen, ein paar Kapitel. Und zwar die Kapitel 4 bis 6. Das ist einmal die nächste Folie. Da geht es um die Bundeslade und dort taucht Samuel gar nicht mehr auf. Also wir lesen was von Samuel in 1. Samuel 4, Vers 1. Der Vers gehört aber wahrscheinlich eigentlich eher zum Kapitel 3 und dann erst wieder am Anfang Kapitel 7. Also 4 bis 6 kommt Samuel auch gar nicht vor. Es geht jetzt um die Bundeslade und zwar Kapitel 4 wird die Bundeslade weggenommen. Die verlieren die Bundeslade. Kapitel 5 ist die Bundeslade dann bei den Philistern. Das werden wir beim nächsten Mal sehen, was da dann passiert, ist auch richtig, richtig krass. Und dann merken die Philister, ist nicht gut, dass wir die Bundeslade hier bei uns haben. Und sie schicken die wieder weg und sie kommt in Kapitel 6 dann eben wieder zurück zu den Israeliten. Also das ist jetzt so ein Block, der heute startet, wo es eben explizit um die Bundeslade geht. Genau, und jetzt möchte ich einmal mit uns diesen Text lesen. 1. Samuel 4 ab Vers 1, also das gesamte Kapitel, sind dann eben 22 Verse, ist ein bisschen längerer Text. Da heißt es, und Israel zog aus den Philistern entgegen zum Kampf und sie lagerten sich bei Eben-Ezer und die Philister lagerten zu Aphek. Und die Philister stellten sich Israel gegenüber auf und der Kampf breitete sich aus und Israel wurde von den Philistern geschlagen und sie erschlugen in den Schlachtreihen auf dem Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten von Israel, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lass uns von Silo die Lade des Bundes, des Herrn, zu uns holen, dass er in unsere Mitte kommt und uns aus der Hand unserer Feinde rettet. Da sandte das Volk nach Silo und man brachte von dort die Lade des Bundes, des Herrn, der Herrscher, der über den Cherubim thront. Und die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn ins Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Und die Philister hörten das laute Jauchzen und riefen, was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und sie erkannten, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister und sagten, Gott ist ins Lager gekommen. Und sie sagten, wehe uns, denn solches ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes retten? Das sind die Götter, die die Ägypter mit allerlei Plagen in der Wüste schlugen. Seid tapfer und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen, sodass sie flohen, jeder in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß und es fiel von Israel 30.000 Mann zu Fuß. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, kamen um. Da lief ein Mann von Benjamin vom Schlachtfeld und kam noch an demselben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Kopf. Und als er ankam, siehe, da saß Eli auf einem Stuhl und gab Acht nach der Straße hin, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Und als der Mann ankam, um es in der Stadt zu berichten, da schrie die ganze Stadt um Hilfe. Als aber Eli das laute Schreien hörte, sagte er, was ist das für ein großer Lärm? Und der Mann kam eilends und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr geworden, sodass er nicht mehr sehen konnte.
Da sagte der Mann zu Eli, ich bin der, der von dem Schlachtfeld gekommen ist und bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Und Eli sagte, wie ist es ergangen, mein Sohn? Und der Bote antwortete und sagte, Israel ist vor den Philistern geflohen. Auch hat es eine große Niederlage im Volk gegeben. Auch deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen worden. Und es geschah, als er die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach das Genick und starb, denn alt war der Mann und schwer. Er hatte Israel 40 Jahre gerichtet. Seine Schwiegertochter, die Frau des Phinehas, war schwanger und sollte bald gebären. Und als sie die Nachricht hörte, dass die Lade Gottes weggenommen worden war und dass ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, kauerte sie sich nieder und gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. Und als sie im Sterben lag, sagten die Frauen, die um sie herstanden, fürchte dich nicht, denn du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es nicht mehr zu Herzen. Und sie nannte den Jungen Ichabod, um damit auszudrücken, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Darum sagte sie, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Kapitel 4 enthält zwei große Abschnitte. Also die ersten 11 Verse wird beschrieben, Israels Niederlage gegen die Philister. Und der zweite große Abschnitt ist dann die Nachricht von der Niederlage. Also erst kämpfen sie, verlieren sie, der erste Teil. Und im zweiten Teil geht es dann darum, wie wird diese Nachricht dann zu den Israeliten gebracht und was passiert dann? Wie reagieren die Menschen auf diese Nachricht? Und jetzt an dieser Stelle könnt ihr auch den Zettel, den ich euch verteilt habe, einmal zu Gemüte führen. Und das ist auch wieder ein Vorteil gegenüber dem Livestream. Ihr habt jetzt einen Zettel in der Hand, habt die Gliederung jetzt in der Hand, ganz detailliert. Und im Livestream müsst ihr jetzt darauf leider verzichten. Also ich habe das nachher auch noch so ein bisschen, aber nicht so ganz detailliert für euch. Also es lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur deswegen präsent hier auch dabei zu sein. Genau, ich werde jetzt gar nicht groß immer auf die Gliederung eingehen. Ihr könnt das einfach immer mitverfolgen und da sind noch mehrere Unterpunkte und so weiter. Ich hoffe, das ist übersichtlich für euch und dann hilft es euch vielleicht, dem Text oder beziehungsweise dem Gedankengang zu folgen. Also, der erste große Abschnitt, Israels Niederlage gegen die Philister, die Verse 1 bis 11. Das beginnt erst einmal mit Israels erster Niederlage, den ersten zwei Versen. Israel steht hier einem alten Feind gegenüber, das sind die Philister. Die Philister waren auch der Hauptfeind schon in der Mitte des Buches Richter. Also spätestens bei Simson, Kapitel Richter 13 bis 16, lesen wir davon, dass die Philister halt die großen Feinde waren und sie unterdrückt haben. Und nebenbei gesagt, Simson und Eli und Samuel haben sogar in etwa zur gleichen Zeit gelebt. Also die haben an unterschiedlichen Stellen das Volk gerichtet und waren aber sozusagen Zeitgenossen. Also man denkt oft, das war weit auseinander, aber die waren zur Zeit, beide zur gleichen Zeit, so am Ende der Richterzeit aktiv. Und die Philister sehen wir nachher auch noch bei David dann in 1. Samuel 17. Auch da waren sie noch die Feinde. Ne? Der große Goliath ist ja auch ein Philister. Also das war so ein Dauerfeind von den Israeliten. Und beide Armeen lagern nicht weit auseinander und schlagen dort ihr Lager auf. Und dann greifen die Philister die Israeliten an. Und sie gewinnen auch diese Schlacht, also diesen Tageskampf sozusagen. Israel verliert und beklagt 4000 tote Soldaten. Das sind natürlich große Verluste, wir werden nachher später sehen, es wird noch heftiger. Aber obwohl sie jetzt was verloren haben, der Kampf, die gesamte Schlacht ist ja noch nicht verloren. Also am nächsten Tag wird weiter gekämpft, aber den ersten Teil haben sie schon mal deutlich verloren. Im zweiten Unterabschnitt sehen wir dann, dass die Bundeslade als Glücksbringer fungieren soll. Also die Verse 3 bis 5 zeigen das. Und nachdem die Israeliten dann die Schlacht verloren haben, starten sie erstmal eine Analyse. Und das ist ja erstmal super. Also wenn man irgendwie eine Niederlage erleiden muss und irgendetwas schiefgelaufen ist, irgendeine Katastrophe passiert ist, dann ist es ja immer gut, so ein bisschen das Ganze zu evaluieren, zu fragen, was sind die Gründe dafür? Woran hat es gelegen? Fragt man sich dann, um dann halt die Fehler beim nächsten Mal nicht nochmal machen zu müssen und dann am zweiten Tag eben besser zu kämpfen und dann nicht zu verlieren. Also die Analyse ist erstmal super. Auch ist es super, dass das von den Ältesten ausgeht. Also die Ältesten stellen ja die Frage, warum hat uns der Herr also verlassen, also was sind die Gründe, weil das ja die Leiter auch des Volkes sind
und sie sollen sich auch darum kümmern und gerade sie sollen sich die Gedanken machen, wie man das dann optimieren kann oder was falsch gelaufen ist. Also erstmal scheint es gut zu sein und sie fragen sich auch ja im Prinzip gegenseitig, also alle überlegen und stellen sich selbst so gegenseitig diese Frage, ja, woran hat es gelegen? Das Problem hierbei ist, keiner fragt Gott. Zumindest erwähnt es der Text nicht und ich glaube auch mit Absicht, weil es eben nicht passiert ist. Also sie fragen sich alle untereinander, ja, was war der Grund? Aber keiner kommt auf die Idee, Gott zu fragen. Gott, was ist denn der Grund für diese Niederlage? Und da startet das ganze Problem, dass man eben Gott komplett außen vor lässt. Und weil sie Gott ja auch nicht gefragt haben, sondern sich selber gefragt haben, geben sie die Antwort sich auch wieder selbst. Also sie kommen oder sie finden eine vermeintliche Ursache. Und die Ursache lautet, klar, die Bundeslade fehlt. Und dann kommt man auf die Idee, lass uns doch dann die Bundeslade holen und dann gewinnen wir. Das sehen wir dann gleich später. Die Bundeslade war ja das wichtigste Stück der Stiftshütte. Also was dann im Volk Israel während der Wüstenwanderung aufgebaut worden ist, wo dann Gottes Gegenwart im Volk auch dann da war. Und die Stiftshütte, die Bundeslade stand im Allerheiligsten. In der Bundeslade lagen die beiden Gesetzestafeln, die Gott Mose gegeben hatte, also mit den 10 Geboten. Über der Bundeslade war der Gnadenthron mit den Cherubim. Also das war das Zentrum der Stiftshütte, also das Allerheiligste im Allerheiligsten, könnte man sozusagen sagen. Und die Juden haben sich wahrscheinlich hier gedacht, bei Josua hat das doch auch funktioniert. Also als Josua oder mit Jericho ein paar Mal um die Stadt gelaufen ist und so weiter, da war ja auch die Bundeslade mit dabei. Da hat es ja auch funktioniert. Und die haben die Stadt Jericho eingenommen, ohne eigentlich kämpfen zu müssen. Und dann war klar, das sollten wir jetzt auch machen. Daran hat es gelegen. Der Unterschied zu damals, zu Josua Kapitel 3 bis 6, glaube ich, ist das im Buch Josua am Anfang, der Unterschied liegt darin, dass Gott es damals Josua befohlen hat. Also er hat ihm genau gesagt, nehmt die Bundeslade und wandert da rum und mit den Posaunen und so weiter. Also es war ein klarer Auftrag Gottes. Das finden wir hier nicht. Gott sagt nicht, holt die Bundeslade. Und wir sehen auch damals bei Josua waren die Menschen mit dem Herzen dabei. Sie waren ehrfürchtig, sie haben mit Gott gelebt. Und hier sehen wir eben, das ist überhaupt nicht der Fall. Also es gibt keinen Auftrag Gottes und eine falsche Motivation dabei. Die Einstellung stimmt nicht. Und deswegen unterscheidet es sich sehr stark, auch nachher im Ausgang auf jeden Fall. Ja, was versprechen Sie sich davon? Was ist die Logik, die dahinter steht? Sie glauben, wenn die Lade da ist, dann ist Gott da. Und die Lade war nicht da, also war Gott auch nicht da und deswegen haben wir ja verloren. Gott konnte nicht helfen, weil die Bundeslade nicht da wäre. So als ob Gott irgendwie beschränkt wäre und erst wenn die Bundeslade da wäre, dann wäre auch Gott da und erst dann könnte Gott ja wirken und helfen. Und deswegen lasst uns doch die Bundeslade holen, dann kann Gott uns auch endlich helfen. Dann helfen wir auch im Prinzip Gott, weil dann tragen wir ihn zu uns und dann kann er uns helfen. Wenn man sich das ein bisschen anschaut und nachdenkt, was da eigentlich passiert, dann kann man das nicht anders nennen, als dass die Juden ein magisches Verständnis hatten von der Bundeslade. Dass sie ein Aberglauben an dieser Stelle hatten. Und komplett in die falsche Richtung gelaufen sind. Die Bundeslade fungiert hier als Talisman, als Glücksbringer. Ja, lass einfach die Bundeslade holen, stellen wir hin, dann ist dieses heilige Ding hier und dann gewinnen wir. Nichts anderes sollte das sein als ein Glücksbringer, als ein Talisman. Also die Hoffnung liegt hier auf der Lade. Die Lade kann uns helfen und nicht auf Gott. Und das ist auch noch ganz interessant im Hebräischen, da bleibt sogar sprachlich offen, wer mit er gemeint ist. Im Vers 4 heißt es, Vers 3, lass uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte kommt und aus der Hand unserer Feinde rettet. Ja, im Deutschen, er ist klar, dann ist es Gott, aber im Hebräischen könnte es sich sowohl auf die Lade als auch auf Gott beziehen. Und manche Ausleger vermuten, dass das sogar der Fall ist, dass sie sagen, lass doch die Lade holen, dann kann uns die Lade helfen. Also zumindest sprachlich ist es offen im Hebräischen, könnte damit gemeint sein. Und ich denke, das wäre sogar zutreffend, weil sie irgendwie davon ausgehen, dass die Lade der Glücksbringer ist. Und man stellt sich die Frage, Leute, auf wen vertraut ihr eigentlich? Also die Bundeslade ist ja von Gott, klar, er hat sie in Auftrag gegeben. Das ist alles gut und richtig.
Nur die Frage ist, wem vertraut ihr, diesem Stück Holz, das dann schön verziert ist, oder vertraut ihr Gott, der dahinter steht? Und offensichtlich, das ist hier das Problem, die vertrauen auf die Lade. Die glauben, die Lade könnte ihnen helfen. Und kann es sein, dass wir Christen manchmal ähnlich agieren wie das Volk Israel? Also meistens stellen wir dann tatsächlich nicht irgendetwas hin und sagen dann, das bringt mir jetzt Erfolg in meinem Leben, so wie man es vielleicht aus fernöstlichen Religionen kennt, wo da so ein Altar oder ein Schrein steht im Haus, um einem irgendwie Sicherheit oder Glück oder Erfolg zu geben. Nein, das machen wir höchstwahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, wir machen das auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, manchmal wollen wir Christen Gott bestechen oder wir wollen in einen Handel mit Gott treten. Also ich gebe dir was und du gibst mir dann etwas dafür. So als ob man mit Gott irgendwie handeln könnte. Also das könnte so aussehen, ich tue was Gutes und Gott muss mich dann segnen. Zum Beispiel, ich diene in der Gemeinde, Gott muss mir Gesundheit schenken. Ich mache jeden Tag stille Zeit, Gott ist dann verpflichtet, mir einen gelingenden Tag zu schenken. Ich spende meinen Zehnten, dann muss Gott mich finanziell versorgen oder im besten Fall sogar reich machen. Ich faste, dann muss er mein Gebet erhören. Und wehe, Gott erfüllt seinen Teil des Handels nicht. Also ich gehe in Vorleistung, ich tue etwas und dann, bitteschön, Gott, sieh zu, dass du auch deinen Teil erfüllst. Versteht mich nicht falsch, die Dinge, die ich jetzt genannt habe, die sind ja alle richtig und gut und hoffentlich machen wir das, hoffentlich dienen wir, hoffentlich beten wir, hoffentlich spenden wir und hoffentlich fasten wir. Aber die Frage ist, was glauben wir, was das bewirkt? Glauben wir damit, Gott bestechen zu können? Ich tue einfach etwas Gutes und dann ist er verpflichtet, mich zu segnen, mir etwas Gutes zu geben und wehe, ich werde krank und ich habe mein Leben für Gott gegeben, ich bin vielleicht in die Mission gegangen und dann ist Gott doch verpflichtet, mich von Leid und vor allem Möglichen zu bewahren. Denken wir nicht oft so? Ich glaube schon, dass wir oft diese Gedanken haben. Aber so funktioniert das nicht. Das wäre nichts anderes als Aberglaube, nichts anderes als was das Volk hier macht in 1. Samuel 4. Denn Gott muss uns überhaupt nichts geben. Gar nichts. Gott ist zu nichts verpflichtet. Er muss uns gar nichts geben. Keine Gesundheit, kein Frieden, kein Segen, gar nichts. Wenn wir was von Gott kriegen, dann ist das Gnade Gottes und nicht, weil wir uns das irgendwie erarbeitet hätten, als ob wir ein Recht auf etwas hätten. Selbst wenn wir sehr gute Sachen tun, können wir uns den Segen Gottes nicht erkaufen. Der Segen Gottes ist reine Gnade. Also Israel offenbart hier auch ein sehr heidnisches Denken. Also sie denken wie die Heiden in deren Land, also in der Gegend, der sich da befinden. Und zwar denken sie, Gott sei eine Lokalgottheit. Und das war eben der Unterschied, wie die Juden eigentlich ihren Gott gesehen haben und wie die Heiden ihren Gott gesehen haben. Die dachten nämlich, dass es so Lokalgottheiten gibt, also so im Bereich OWL gibt es jetzt einen Gott, der wirkt hier so. Aber in Bayern, da ist ein anderer Gott. Und die können auch gar nicht so weit bis nach Bayern und könnte unser Gott gar nicht reichen. Der hat gar keine Kräfte, gar keine Macht. Also nur hier, oder meinetwegen in Espekamp, haben wir so einen eigenen Gott. Der kann auch nichts in Lübeck machen oder so. Ne? So war das Denken der Heiden, der Kanaaniter. Und es ist ja noch manchmal in der Bibel zu erkennen, dass dann die Israeliten kämpfen gegen ein anderes Volk und sie besiegen die Feinde. Sie kämpfen im Gebirge. Und dann sagen die Feinde, ihr Gott ist ein Berggott. Lasst uns jetzt mit ihnen im Tal kämpfen. Unten im Tal, da werden wir gewinnen, weil die haben nur einen Berggott. Und dann kämpfen sie unten im Tal und verlieren wieder, weil Gott ist eben nicht ein Berggott, ein Talgott, Gott ist ein Überallgott. Also Gott ist überall. Und das ist der große Unterschied zu diesen Lokalgottheiten. Aber die Juden nehmen dieses falsche Denken von Gott und reduzieren Gott auf so eine regionale Kraft, die halt überhaupt gar keine Macht hat. Und wir nehmen dieses Denken von Gott. Aber wir wissen ja, Gott ist überall. Gott ist überall gegenwärtig und er kann auch von überall wirken. Also er kann in Südostasien, in Nordafrika, in Südamerika, überall in Europa, überall kann er wirken und auch auf den anderen Planeten und Galaxien, die es sonst noch hier irgendwo gibt. Also Gott ist allgegenwärtig und Gott ist allmächtig. Und das haben die Juden hier ja leider vollkommen falsch verstanden.
Die Bundeslade steht nicht weit entfernt in Silo, circa 30 Kilometer. Das heißt, man kann sie an einem Tag holen. Also die waren ja damals auch ganz schön fix auf den Beinen. Das wird dann auch gemacht. Die Bundeslade muss herkommen, damit der Sieg auch herkommt. So ist ja der Plan. Hofni und Pinhas, die beiden Experten, kennen wir schon aus den ersten Kapiteln. Das sind die Söhne von Eli, ganz gottlose, böse Männer, die Priester sind, die Unzucht treiben, die gewalttätig sind, die korrupt sind, also ganz, ganz schlimm. Und Gott kündigt ja durch einen namenlosen Propheten und durch Samuel kündigt er ja auch Gericht an und sagt, dass die beiden, also Elis Nachfahren, sterben werden. Und dieses Gericht, das merken wir jetzt, das wird hier vorbereitet, steht jetzt kurz bevor. Also diese Info und die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, sind dabei, wird deswegen genannt, damit man weiß schon, okay, das wird wohl jetzt langsam zum Gericht gehen. Und als dann die Lade im Volk ankommt, ist die Freude natürlich riesig. Das war ja der eingekaufte Sieg, dachte man. Also sobald die Lade da ist, dann haben wir das ganze Jahr geklärt. Und der Jubel wird auch sehr besonders beschrieben. Es heißt, sie jauchzten mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Erde erdröhnte. Also diese doppelte Formulierung, jauchzen mit gewaltigem Jauchzen, heißt halt extrem lautes Jauchzen, also so ein Geschrei oder Jubel. Und dann auch noch diese Formulierung, sodass die Erde erdröhnte. Also es war fürchterlich laut, wie sie sich gefreut haben, weil sie eben dachten, jetzt wäre ja der Sieg zum Greifen nah. Das führt uns zum dritten Abschnitt, zur Angst der Philister. Der Jubelsturm ist nämlich so groß bei den Juden, dass die Philister es mitbekommen. Wir haben ja erst gesagt, die waren gar nicht so weit auseinander, wahrscheinlich waren das nur so 3 bis 5 Kilometer Distanz. Sie kriegen das Ganze mit und fragen sich natürlich, was ist der Grund für die Party dort nebenan? Also das wollen wir ja auch immer wissen, ne? Wenn irgendwo auf einmal jemand jubelt in der Nachbarschaft oder so, dann fragt man sich, was ist da passiert? Warum freuen die sich? Man will das immer wissen und so wollen sie das auch wissen. Es ist recht, wenn das der Feind ist. Wenn der Feind sich freut, ist das meistens schlecht für einen, weil wer weiß, was sie für eine Geheimwaffe sozusagen haben. Und das vermuten sie auch. Sie recherchieren schnell, sie bringen jetzt Erfahrung, was ist der Grund, und sie finden es raus. Sie hören, dort ist die Bundeslade gekommen. Und sie verbinden mit dieser Bundeslade nichts Gutes. Sie denken, dass mit der Lade auch Gott gekommen ist. Und dann sehen wir, die Philister denken genauso wie die Juden oder umgekehrt. Die Juden denken so wie die Philister. Die denken, oh nein, die Bundeslade ist da, also jetzt ist Gott angekommen. So, gestern war er noch nicht da, aber heute ist er ja da, weil die Bundeslade jetzt da ist. Und ja, sie kriegen große Angst und denken, sie müssten jetzt verlieren. Also sie sind total verzweifelt, sehen ihren Untergang kommen. Sie formulieren das auch so zweimal mit Wehe, sprechen sie aus. Das ist so ein Ausdruck des Gerichts, ein Ausdruck der Panik und sagen eben, wehe, wehe, jetzt ist es vorbei mit uns. Ne? Und sie sagen, es sieht nicht gut aus. Sie wussten, sowas ist noch nie passiert. So, Gott ist jetzt da und sie fürchten Gottes Macht und seine Nähe, also diese Kombination. Und man sieht hier auch, wie die Philister das Ganze formulieren, ihr heidnisches Denken. Sie sprechen nämlich von Göttern. Manche Übersetzungen haben das so ein bisschen angepasst und sprechen dann von Gott. Aber da steht tatsächlich Elohim, also diese Pluralform im Hebräischen. Also sie sprechen nicht von einem Gott, sondern auch von Göttern. Also dieses polytheistische Denken wird hier deutlich. Diese Vielgötterei. Im Judentum gab es einen Gott und die Heiden haben an mehrere Götter geglaubt. Und sie sagen dann eben, das sind die Götter, die Ägypter mit allerlei Plagen in der Wüste schlugen. Vermutlich gehen sie auch davon aus, das, was damals passiert ist, das könnte ja gar nicht eine Gottheit gemacht haben. Sowas Heftiges kann ein Gott nicht allein. Und dann war das ja noch in Ägypten, da müssen also mehrere irgendwie beteiligt gewesen sein. Also mächtig kann einer gar nicht sein. Obwohl die Lage dann aussichtslos ist, im Vers 9 sehen wir das dann, motivieren sie sich oder vielleicht gerade deswegen. Also sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen, so ein bisschen Zweckoptimismus und sagen, komm jetzt nochmal und wir schaffen das. Und ja, sprechen sich gegenseitig Mut zu, rufen zum Kampf auf, wollen jetzt echte Männer sein, mutig kämpfen und wollen nicht verlieren, weil sie wissen, dann müssen sie den Juden dienen, so wie die Juden ihnen gedient haben. Darauf spielen sie wahrscheinlich auf die Zeit unter Simson an, Richter 13 bis 16, wo eben die Israeliten die Sklaven von den Philistern waren. Und der Vers 9, das ist ganz interessant, wie das sprachlich aufgebaut ist, das möchte ich euch auch mal zeigen.
diese Selbstmotivation der Philister, das ist ja ziemlich poetisch ausgedrückt. Es hat einen sogenannten chiastischen Aufbau. Das ist sozusagen, also kann man so verstehen, wie einen siebenarmigen Leuchter, die Menorah bei den Juden, ne? Die hat ja außen, also sieben, also man hat quasi eins und sieben, die treffen sich, dann hat man zwei und sechs, die treffen sich, dann hat man drei und fünf, die treffen sich und in der Mitte hat man vier, ne? Also wenn ihr das jetzt quasi umdrehen würdet, das Bild, dann würdet ihr quasi eine Menorah so erkennen. Es gibt immer A und ganz unten dann A-Strich. Das ist dann das Pendant, das Gegenstück dazu. Dann B und B-Strich und in der Mitte C und C-Strich. Und das ist dann immer das Zentrum, das Wichtigste, um was es geht. Das ist ganz oft so in poetischen Texten. Und das ist hier auch zu sehen. Sie starten also mit sei tapfer und ganz unten steht und kämpft. Das entspricht sich. Und dann wird es noch deutlicher beim B halt und seid Männer, ihr Philister. Und ganz am Ende heißt es eben, also vorletzten Punkt, auch wieder seid Männer. Und in der Mitte bei C steht, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst und C Strich, wie sie euch gedient haben. Also da ist der Vergleichspunkt das Dienen. Ist ganz interessant, wie sie das aufbauen. Das werdet ihr in Psalmen oder auch in anderen Texten immer mal wieder sehen, wenn man das mal genauer analysiert, dann fällt auf, dass sie oft so einen chiastischen Aufbau verwendet haben. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant zu wissen. Also alles deutet darauf hin, dass Israel jetzt gewinnt. Ne? Sie selber glauben es, sie haben die Bundeslade, jetzt ist Gott dabei. Die Philister glauben es, die Bundeslade ist da, Gott ist da. Im Prinzip ist der Kampf jetzt verloren, es kann ja nichts mehr schief gehen. Doch dann kommt Vers 10 und eine Überraschung. Und zwar die zweite Schlacht, einmal die nächste Folie, die verlieren die Israeliten, aber diesmal dann so richtig. Alle Soldaten müssen fliehen nach Hause. Hier gibt es diese Formulierung, ein jeder floh in sein Zelt. Das meint einfach, dass alle komplett verstreut waren, alle sozusagen nach Hause gelaufen sind und ein großes Durcheinander da war. Also die Armee ist auseinandergerissen und der Großteil ist sogar gestorben. Wir lesen hier davon, knapp 30.000 Tote an einem Tag. Also am Tag vorher waren es noch 4.000, jetzt kommen 30.000 Opfer dazu, also ganz herbe Niederlage, ganz schlimme Verluste mussten sie erleiden. Aber der schlimmste Verlust ist die Lade, die Bundeslade. Die geht nämlich auch verloren. Die Philister nehmen die Bundeslade mit und im Kampf sterben eben auch, Vers 11 am Ende, die Söhne von Eli, Hofni und Pinhas. Und das ist dann die Erfüllung des Gerichts. Gott hat es angekündigt, für ihre schlimmen Sünden wird er Gericht schicken und jetzt an dieser Stelle wird das Gericht durch die Philister ausgeführt. Also der erste Abschnitt zeigt, Israel kämpft zweimal gegen die Philister, verliert insgesamt 34.000 Soldaten und die Bundeslade und zwei Priester. Die Bundeslade sollte ja eigentlich den Sieg bringen, ist aber ausgeblieben. Also eine riesige Katastrophe. Und der zweite Teil des Kapitels berichtet dann über die Reaktion auf diese Katastrophe. Wie gehen die Menschen damit um? Also die Nachricht von der Niederlage ab Vers 12. Also da gibt es einen Boten, der macht sich auf den Weg nach Silo. Er kommt auch direkt vom Kriegsfeld. Er hat überlebt. Nicht viele haben wahrscheinlich überlebt. Sein Name wird nicht erwähnt, also so ein namenloser Bote, es kommt häufiger vor, weil er eigentlich nur so eine Nebenperson ist. Aber manche Ausleger vermuten, das könnte König Saul sein. Ist nur eine Spekulation, es wird nämlich gesagt, der Bote ist ein Benjaminiter, also vom Stamm Benjamin. Und manche vermuten, weil Saul ja später dann ein paar Kapitel weiter dann auftaucht, dann König wird, vermuten manche, das könnte vielleicht König Saul schon gewesen sein. Man weiß es nicht, also es kann natürlich auch irgendjemand gewesen sein, es ist nur Spekulation. Und dieser Bote, der trägt diese typischen Trauermerkmale, also seine Kleider sind zerrissen, also man hat dann das Obergewand eingerissen, nicht komplett kaputt gerissen und er hat Erde auf dem Kopf, das lesen wir im Alten Testament immer wieder, ein Zeichen der Trauer, ein Zeichen des Gerichts, des Entsetzens, der Panik und so weiter. Das heißt, jeder, der diesen Boten sieht, sieht sofort schlechte Nachricht. Der bringt nichts Gutes, sondern er bringt eine Hiobsbotschaft sozusagen. Und Eli, der Priester, erhält während des Kampfes Ausschau nach der Lade. Er bangt um sie, er hofft, dass ihr nichts passiert. Er sitzt draußen auf einem Stuhl und wartet auf Nachrichten vom Kampf.
Vielleicht wollte Eli gar nicht, dass die Lade abgegeben wird. Also die holen ja die vom Kampf und Hofni und Pinhas waren ja auch dafür dann zuständig. Und wenn man Eli und seine Söhne kennt und weiß, wie Eli mit den Söhnen umgegangen ist, könnte es auch sein, auch das ist vielleicht Spekulation, dass Eli gar nicht davon überzeugt gewesen ist. Seine Söhne wollten es aber und er musste es dann einfach wieder irgendwie geschehen lassen, so wie es vorher auch immer war. Er sagt etwas, sie ignorieren das und machen es einfach weiter und Eli ist zu schwach, kann da gar nicht richtig intervenieren. Es deutet so ein bisschen darauf hin, weil er eben da draußen sitzt und so panische Angst hat, so als ob er es gar nicht wollte, dass man die Bundeslade abgibt, aber vielleicht konnte er da nichts ausrichten, man weiß es aber da nicht genau. Der Bote kommt aber an einer anderen Stelle der Stadt rein, als Eli es erwartet hatte. Also Eli sitzt vielleicht im Osten oder so und er kommt im Westen rein und er berichtet es erstmal der Stadt, also allen Leuten, den er da irgendwie betrifft, vielleicht am Marktplatz, wie auch immer. Und die Leute reagieren schockiert, sind alle total in Panik und schreien dann um Hilfe. Und dann lesen wir eben, dass Eli sagt, was ist das für ein Geschrei? Also sehr ähnlich wie noch ein paar Verse vorher. Da hatten wir Jubelgeschrei und die Philister fragen sich, was ist das für ein Lärm? Und jetzt hören wir so einen Angstschrei und Eli fragt, was ist das für ein Lärm? Also eben Schrei aus Freudengründen und jetzt der Schrei um Hilfe. Also ja, Eli kriegt das Ganze mit, er fragt sich, warum schreien die da? Und dann kommt der Bote auch zu Eli und berichtet ihm vom Kampf. Der Text sagt uns, Eli ist mittlerweile 98 Jahre alt, also schon sehr alt. Und zudem ist er blind und auch sehr schwer. Also ist sehr schwer gezeichnet von verschiedenen Krankheiten wahrscheinlich. Und ja, ihm geht also körperlich schon ganz schlecht. Doch dann kommt die Schocknachricht, die Hiobsbotschaft sozusagen. Alles ist verloren. Also Eli fragt ja, was ist jetzt passiert? Erzähl, was ist im Kampf geschehen? Und der Bote erwähnt vier Punkte. Er sagt erst, als erstes, die Armee musste fliehen. Dann, wir haben eine große Niederlage erlitten. Deine beiden Söhne, Hofni und Pinhas, sind gestorben. Und die Bundeslade ist weg. Also das Wichtigste hebt er sozusagen zum Schluss auf. Also er steigert irgendwie die Dramatik und erwähnt die Bundeslade erst zum Schluss. Eli erleidet wahrscheinlich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Er stürzt daraufhin vom Stuhl, er ist ja sehr schwer, bricht sich daraufhin das Genick. Also im Text ist nicht so ganz klar, aber wahrscheinlich ist er auch gegen diese Tür gefallen, also sehr ungünstig dann auch noch hingefallen. Also bricht sich das Genick und ist dann auf der Stelle tot. Und interessant ist, dass der Herzinfarkt oder der Schlaganfall bei Eli an dem Zeitpunkt passiert, wo der Bote die Lade erwähnt. Nicht als er den Tod seiner Söhne erwähnt hat, hat Eli diesen Herzinfarkt bekommen, sondern bei der Erwähnung, dass die Lade weg ist. Wahrscheinlich hat er sich mit dem Tod seiner Söhne schon abgefunden, weil ihm das ja schon angekündigt worden ist und weil die Beziehung auch wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut gewesen ist. Aber bei der Bundeslade, da kriegt Eli dann diesen Schock, weil das ist ja das, was er sein ganzes Leben auch betreut hatte. Und das war für ihn eine riesige Katastrophe. Ja, ein trauriges Ende dieses Richters, der ja halt zwar 40 Jahre gedient hat, aber auch leider viele Schwächen hatte. Also der ja vieles einfach durchgehen ließ, der nicht ermahnt hat, obwohl er Sünde gesehen hat und sich da auch mitschuldig dann gemacht hat. Aber immerhin hat er 40 Jahre für das Volk gedient und hat auch Samuel großgezogen und war sein Mentor, sein Lehrer und hat sicherlich dann auch Anteil daran, wer dann Samuel später gewesen ist, nämlich ein großer Gottesmann. Die Hiobsbotschaft dieses Boten hat aber noch weitere Konsequenzen, denn die Schwiegertochter von Eli, also die Frau von Pinhas, der ja gerade verstorben ist, die war schwanger. Man weiß nicht genau, wie weit sie war, wahrscheinlich war sie schon sehr, sehr weit in der Schwangerschaft. Kriegt auch sie, als sie diese Botschaft hört, auch so einen Schockmoment und die Wehen starten bei ihr. Also wahrscheinlich früher, als eigentlich dran gewesen wäre, startet dann die Geburt bei ihr. Und
ja, sie überlebt diese Geburt nicht. Das Kind überlebt zum Glück, kommt also auf die Welt und ist auch gesund. Und im Sterben, also das Letzte, was sie noch irgendwie tun kann, gibt sie dem Jungen einen Namen. Sie nennt ihn Ichabod und das bedeutet Nicht-Herrlichkeit. Oder andere übersetzen es ein bisschen freier, wo ist die Herrlichkeit? Und damit drückt sie aus, dass die Herrlichkeit Gottes nun weg ist. Keine Herrlichkeit ist mehr da. Die Bundeslade ist weg, die Herrlichkeit Gottes ist weg. Wir finden hier das Wort gewichen im Text. Also die Herrlichkeit ist gewichen. Dieses Wort kann auch ganz interessanterweise auch auswandern bedeuten. Also Gott hat sich entschieden, auszuwandern. Also er hat gesagt, ihr lebt so gottlos, ich will nicht mehr bei euch, unter euch wohnen. Gott wandert von seinem eigenen Volk aus. Das erinnert ein bisschen an Hesekiel 8 bis 11, wo Hesekiel diese krassen Visionen bekommt und wo die Herrlichkeit Gottes Stück für Stück vom Tempel, vom gesamten Tempelgelände dann einfach weicht und dann den Tempel sogar verlässt, weil im Tempel Götzendienst verrichtet worden ist. Und Gott sagt, nee, so nicht. Und Gott verlässt seinen Tempel. Und das erinnert hier auch so ein bisschen daran, weil Gott das auch, ja, auch so in die Wege geleitet hat. Und er hat sich entschieden, auszuwandern sozusagen. So sehen wir also im zweiten Abschnitt, dass zwei Menschen sterben, nachdem sie die Nachricht erhalten, was mit der Bundeslade passiert ist, was bei diesem Kampf passiert ist. Eli stirbt aufgrund eines Herzinfarktes und Genickbruchs und seine Schwiegertochter, die Frau des Pinhas, stirbt ja, während ihrer eigenen Geburt bzw. der Geburt ihres Sohnes. Und das verdeutlicht nochmal das Ausmaß der Katastrophe. Also der Schreiber, der Samuel, will hier einfach nochmal zeigen, wie schlimm das war. Also erst beschreibt er die Katastrophe, was da alles Schlimmes passiert ist und dann das Ausmaß. Und zwei Leute sind dann eben gestorben, nur weil sie mitbekommen haben, dass die Bundeslade weg ist, um einfach zu zeigen, wie schlimm das war, dass ja Gott an dieser Stelle ausgewandert ist und sein Volk auch ein Stück weit verlassen hat. Also es ist ein sehr, ja, sehr trauriger Text. Es ist jetzt auch nicht so ein Text wie aus dem Neuen Testament, wo dann innerhalb von drei Versen so viel geballte Theologie steht mit 14 Anwendungen, was man tun kann und so weiter. Es ist ein Erzähltext, der einfach ja irgendwie auch ein bisschen nüchtern oder ja manchmal auch dramatisch berichtet, was da so passiert ist. Und ich möchte jetzt ganz zum Schluss noch mal ganz kurz auf 7 Lehren aus diesem Text eingehen, nur so stichwortartig, was man da so als ja, Summe so da rausnehmen kann. Oder was, also was wir auch schon eben alles eigentlich angesprochen haben, aber nochmal so gebündelt möchte ich das weitergeben. Und zwar als erstes, Gott lässt sich nicht von Menschen gebrauchen. Gott lässt sich nicht von uns manipulieren oder missbrauchen, könnte man auch sagen. Also wir tun irgendwas, wir holen uns irgendetwas her, irgendein Ritual, keine Ahnung. Und dann haben wir Gott auf unserer Seite und wir können über Gott verfügen. Das funktioniert nicht. Gott ist niemals in unserer Verfügungsgewalt. Es ist immer andersrum. Also Gott lässt sich nicht von uns manipulieren. Das läuft nicht. Zweitens, fromme Handlungen sind keine Garantie für Erfolg im Leben. Also nur weil ich etwas Gutes tue, also die Bundeslade zu holen, ist ja nicht falsch an für sich. Also bei Josua sehen wir das ja, es war ein Auftrag Gottes, holt die Bundeslade und dann werdet ihr gewinnen, ne, den Kampf gewinnen. Also es ist ja jetzt die Tat an sich ist ja keine Sünde, aber da steckt eben kein Auftrag Gottes dahinter und da steckt die falsche Motivation dahinter. Ein komplett falsches Denken, komplett falsches Gottesbild. Und also nur weil es eine fromme Handlung ist, die eigentlich gut ist, heißt das nicht, dass ich dann Garantie habe, dass ich Erfolg in meinem Leben habe. Und der dritte Punkt sagt es auch ähnlich, Glaube ist eben kein Glücksbringer. Glaube ist kein Glücksbringer. Es funktioniert nicht so, ich glaube, ich diene vielleicht, ich mache etwas Gutes und dann erwarte ich auch, dass ich dann Glück bekomme, ne? Also so dieses Wohlstandsevangelium, so folge Jesus und alles ist gut, deine Probleme sind weg und alles ist auf einmal ganz entspannt und du kriegst auch noch Geld. Also du wirst reich und krank, wirst du niemals sein, das ist für einen Christen ein Tabu.
Und das wird dann Menschen manchmal erzählt. Und gerade so in Ländern, wo die Menschen sehr arm sind, springen die darauf an, weil das ja genau das ist, was ihnen fehlt. Und sie wollen gesund, sie wollen materiellen Wohlstand haben. Und ja, sie lassen sich da leider verleiten. Also Glaube ist kein Glücksbringer. Nicht, ich glaube an Jesus und dann bin ich immer gesund und steinreich. Das funktioniert nicht. Auch Christen müssen durch Leid gehen. Da gibt es viele Beispiele in der Bibel. Also es geht halt immer um Gottes Ehre, was für Gottes Zwecke am besten sind und nicht darum, dass ich ein 80 Jahre super sorgenfreies Leben habe. Darum geht es nie, darum, das hat Gott uns auch nie versprochen, dass wir hier so ein ganz schönes, entspanntes Leben haben. In der Ewigkeit, das ist eine ganz andere Geschichte. Da haben wir dann auch ewig Zeit dafür, die perfekte Harmonie und ohne Krankheit, ohne Sünde, ohne Tod, ohne Tränen und so weiter, das Ganze zu genießen. Aber auf der Erde ist das noch ein bisschen anders. Glaube ist kein Glücksbringer. Ja, dann auch das Gottesbild, ne, ist falsch, sehen wir bei den Juden. Gott ist eben überall gegenwärtig und er ist überall mächtig. Also er ist überall gleichzeitig auch da und er kann auch überall wirken. Er ist nicht begrenzt auf ein bestimmtes Land, keine Ahnung, so auf die Vereinigten Staaten oder nur auf Europa oder nur auf Afrika. Er ist für alle da, er kann überall wirken. Und fünftens, Vertrauen gehört Gott und nicht irgendwelchen Handlungen, Gegenständen, Personen oder Institutionen. Also ich kann Gott nicht irgendwie beeindrucken, indem ich etwas Besonderes tue, irgendeine besondere Handlung oder irgendwelche Gegenstände, so ein Talisman, so ein Kreuz umhänge, so wie das man das vielleicht von den orthodoxen Christen kennt, die dann ein Kreuz sich umhängen und glauben, das würde ihnen Schutz bieten. So, jetzt kann mir bei der Fahrt in den Urlaub nichts passieren, weil ich ja das Kreuz im Auto hängen habe oder um den Hals oder so. Das ist magisches Denken, das ist nichts anderes als dieses falsche Denken mit der Bundeslade. Ja, sechstens, Gott gibt Sündern Zeit zur Umkehr. Also er hat das Gericht ja angekündigt an Hophni und Pinhas. Er hat es aber nicht sofort vollstreckt. Er hat ihnen einige Jahre noch Zeit gegeben, aber sie haben sich nicht geändert. Und deswegen kommt Punkt 7, Gott vollzieht das angekündigte Gericht. Ja, wir haben es vor ein paar Wochen in der Predigtreihe auch gesehen. Gott ist eben Richter. Gott kündigt das Gericht immer an. Er gibt immer ganz viel Zeit zur Umkehr, weil er möchte, dass die Menschen umkehren. Aber irgendwann ist das Maß voll. Irgendwann sagt Gott, so jetzt ist der Punkt erreicht und jetzt kommt das Gericht. Und auch jetzt leben wir in einer Gnadenzeit. In 2. Petrus 3 heißt es, Jesus kommt jetzt noch nicht wieder. Nicht, weil er es vergessen hätte, nicht, weil er nicht kommen könnte oder weil er doch keine Lust hat oder was auch immer, sondern weil er gnädig ist. Er gibt Raum zu Buße. Und deswegen kommt Jesus jetzt noch nicht wieder. Aber irgendwann wird er wiederkommen und dann ist diese Gnadenzeit eben vorbei. Dann wird Gott zu seinem Wort auch stehen und das Gericht dann an den gottlosen Menschen auch verüben. Genau, das waren meine Gedanken zu diesem Text. Vielleicht ganz kurz eine Rückmeldung von euch oder eine Frage. Gibt es von eurer Seite etwas, Arthur? Kann jemand Arthur ein Mikrofon bringen? Das wäre super, dann hören unsere Geschwister im Livestream auch mit. Könnt euch gerne eine Frage oder eine Anmerkung noch überlegen. Eine Frage zur Bundeslade. Die stand doch sicherlich in der Stiftshütte im Allerheiligsten, oder? Bitte? Die Bundeslade stand doch bestimmt im Allerheiligsten in der Stiftshütte. Ja. Da war ja eigentlich der Zugang gar nicht gestattet, oder nur einmal im Jahr dem hohen Priester. Ne? Also. Ja, die durften ins Allerheiligste einmal im Jahr, ne? Laut 3. Mose 16. Großer Versöhnungstag, da durften sie rein. Ne? Sie aber die haben es überleben können. Genau, beim Abbau der Stiftshütte musste das ja auch immer passieren. Ne? Da mussten sie ja auch ran an die Stiftshütte. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben die erst einmal immer abgedeckt. Also sie mussten da halt irgendwie schon rein und haben die dann sofort abgedeckt, damit die kein anderer irgendwie sieht. Und dann wurde sie getragen. Ne? Also die musste während der Wüste auch immer weiter getragen werden. Und dann konnte ja nicht das Allerheiligste da stehen bleiben. Sondern musste ja schon jemand rein. Ne? Und wahrscheinlich war das hier ähnlich, aber... Wenn sie aufgebrochen sind, hat Gott ja den Auftrag gegeben zum Aufbruch. Ja, genau. Gott hat immer gesagt, geht weiter und dann durften sie rein. Ne? Das heißt, wahrscheinlich war das auch noch sogar ein illegales Mitbringen der Lade. Ne? Darauf wolltest du noch hinaus, ne? Ja, gute Beobachtung, ja. Okay, gut.
Du hast eine Frage. Ja, Sohnemann. Oh, ob ich die Frage beantworten kann. Papa, aber wenn man aber die orthodoxen Christen, wenn die ein Kreuz um den Hals haben, dann denken die, dass das Kreuz Gott ist wahrscheinlich, Papa. Die denken, dass das Kreuz Gott ist? Ja, vielleicht denken die das. Also die denken, das würde ihnen Schutz bringen. Ne? So, jetzt habe ich das Kreuz umgehängt, jetzt kann ich keinen Unfall mehr haben, weil das Kreuz gibt mir Schutz. So, ne? Aber das ist nicht das Kreuz kann mir ja helfen, ne? Sondern wer kann mir helfen? Gott kann mir helfen, ne? Genau, das ist auch die Aussage eigentlich auch von dem Text. Okay, bevor noch solche speziellen Fragen kommen, runden wir das Ganze ab. Ich verabschiede die Besucher aus dem Livestream und wünsche euch noch Gottes Segen und wir machen hier noch weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.